Meine lieben Müllwerker da draußen, seid gegrüßt und wie immer herzlich willkommen zurück. Ich habe ein bisschen rumgespielt und ich zeige euch mal kurz was. Ich habe uns ein Sondermüll-Container besorgt. Das war gar nicht so einfach, da musste ich echt ein bisschen spielen. Aber damit das nicht so lange dauert, habe ich das für euch mal schon mal vorbereitet. Das heißt, wir können jetzt endlich Sondermüll hier reintun. Finde ich richtig, richtig gut. Und was ich noch gesehen habe, schaut mal hier. Ich muss euch was zeigen. Wir können jetzt eine Konzession für Anhängerlieferungen uns holen ab 100 Likes. Finde ich sehr, sehr cool. Das scheint wohl neu zu sein. Kam wohl per Update oder so. Ich bin begeistert. Aber so weit sind wir noch nicht. Das machen wir aber noch. Wir lassen erstmal den Kunden rein. Und dann fertigen wir den erstmal ab hier, ne? So, guck mal, was hat er? Altes Sofa. Geht in Sperrmüll. So. Weg damit. Presse an. Ist das gleich weg. Und ein Tisch. Der ist wieder Altholz. Jawohl. Sehr schön. Irgendwas rausgefallen? Nee, da müssen wir immer vorsichtig sein, ne? Hatten wir ja letztes Mal, als der Kram daneben lag. So, gehen wir nochmal hier ran. Guck mal hier. Metall-Sichtschutz-Zaun. Den hätte ich auch gerne. Zack. Mega, oder? Sieht gleich ein bisschen professioneller aus. So, hier, Schranke. Oh, guck mal. Der hat ganz viel Zeugs dabei. Wertstoffsack. Jawoll. Oh. Das mit dem Werfen habe ich noch nicht so raus. Und irgendwie kann ich den jetzt nicht mehr aufnehmen. Na super. Kriege ich den da irgendwie weggekickt? So. Boah. Huch. Renn damit. Renn damit. Den auch noch. So, und jetzt haben wir hier Stühle. Die gehen ins Altholz. Jawohl. Weg mit dem Rotz. Und den machen wir auch noch rein. Wunderbar. Müll hat er nicht gehabt. Also kein Hausmüll. Können wir direkt nach Hause schicken. Super. So, dann warten wir auf den nächsten Kunden. Ich hoffe ja, dass endlich mal jemand Sondermüll bringt. Jetzt habe ich das Ding extra hart erspielt, damit ich euch das zeigen kann, was sie dann so liefern. Aber bis jetzt war noch keiner da. So. Schranke auf. Kommt direkt der nächste. So, Wertstoffsack. Das ist Plaste. Das haben wir ja für Sperrmüll. So, und das ist Eimer mit Farbresten. Ich würde sagen, das ist Sondermüll. Yes. Siehste, da haben wir schon das erste Mal Sondermüll. Da müssen wir, glaube ich, auch extra kassieren. Ja, das kostet sogar 10 Dollar. Für einen so einen Eimer. Ist die Gebühr zum Entsorgen schon teurer als der ganze Eimer, wenn du den kaufst. Aber gut, wir müssen ja auch was verdienen. Wir müssen ja auch leben. Passt also. Also wir halten fest. Wir haben bisher uns erarbeitet. Die Schranke, die haben wir neu gemacht. Die Zäune haben wir neu gemacht. Wir haben einen Holzcontainer. Oder einen Bürocontainer in Holzoptik.
Altglas haben wir uns besorgt. Die Sperrmüllpresse und Sondermüllcontainer. Ich würde sagen, wir machen Fortschritte. So, nächster Kunde. Ein Tisch. Ja, da weiß ich wieder nicht. Ah, Altholz, okay. Und, oh, hier. Gläser. Die packe ich mal in die Schubkarre. So. Können wir die auch gleich mal nutzen. Okay. Irgendwie ist das Glas jetzt weg. Wo ist es hin? Habe ich das weggeschmissen? Okay. Gut. ja. Das liegt jetzt irgendwo beim Nachbarn oder so. Hm. Ja, dann kriegen wir jetzt einen Fehler. Ja, ein Glas nicht entsorgt. Aber wo ist das hingeflogen? Das ist ja merkwürdig. Na gut. Nächster Kunde. Ja, so ein paar kleine Fehlerchen hat das Spiel. Finde ich aber nicht dramatisch. Kann ich mit leben. So, das ist auch wieder ein Tisch, aber ich wette, das ist Altholz. Ja. So. Kommode. Auch Altholz. Renn damit. Bestätigen. Und Kunde nach Hause schicken. Schön zerkleinern. Den ganzen Kram. Perfekt. Hausmüll hatte ich ausgeleert. Sperrmüll war auch ausgeleert. Da ist nicht viel drin. Perfekt. Nächster Kunde ist auch schon da. Komm rin. So, was hat er? Oh, Eimer mit Farbresten. Schubkarre benutzen. Zack. Packen wir die uns da schön rein. Dafür haben wir die Schubkarre ja. So. Ja, auch einmal. Einmal benutzen, der Gerät hier. So, so, dann parken wir das Ding hier vorne. So. Ja, sieht cool aus. Rinn damit. Oh. Sehr gut. Schubkarre lassen wir erstmal stehen. Brauchen wir ja gerade nicht. Sonst noch was drin? Nö. So, jetzt müssen wir wieder Sondermüll berechnen. $40. Heftig. Und Kunde geht nach Hause. Und ist glücklich. Richtig gut. So. Mal eben gucken, was wir noch so freischalten können. Holzfirmenschild. Mein Recyclinghof. Hm. Machen wir. Steht da mein Name. Das ist ja geil. Onkel Maddie. Voll gut. So, Regal. Ich schätze mal, dass das Altholz ist. Jo. Koffer ist Sperrmüll. Zack.
Zack. Und Kunde fährt nach Hause. Tisch? Was für ein Tisch? Manu. Der hatte keinen Tisch. Der hatte nur... Okay. Komisch. Hat er bestimmt auf dem Beifahrersitz gehabt. Oh, guck mal hier. Jede Menge Plastik. Wertstoff. Noch einer. So. Sperrmüll, würde ich sagen. Ja. Hin damit. So. Ich gucke jetzt nochmal extra, nicht, dass hier doch noch irgendwo was ist. Aber sieht gut aus. Kunde ist zufrieden. Cool. Das läuft, das läuft. Rein theoretisch brauche ich den Container nicht mehr. Wenn ich das immer hier reinhaue. Aber wir lassen den erstmal noch stehen. Jo. Jede Menge Geraffel wieder. Koffer. Zack. Noch einer. Alter Sessel. Ah. Auch Sperrmüll. Muss schon mal anmachen. So, das ist wieder die Frage der Fragen. Ich tippe auf Sperrmüll, weil nicht so viel altes Holz. Nee, ist Altholz. Ah, okay. Tricky. So, Kunde abgerechnet. Ich mag den Zaun. Der ist echt schick geworden. Voll gut. Guck mal, da hinten steht schon einer. Die laden gerade auf, glaube ich. Habt ihr das gesehen? Yay. Gut, was haben wir hier? Kommode. Altholz. Koffer Sperrmüll. Würde ich Altholz tippen. Jo. Und das wird Sperrmüll sein, ne? Yes. Sehr schön. Auf Wiedersehen. Mega. Zufriedenheit steigt. Da bin ich dann auch zufrieden. Wenn die Kunden glücklich sind, bin ich das auch. Oh, da wird schon wieder aufgeladen da hinten. Nächster Kunde. Mhm. Jo, da kommt er. Was ist das? Müllsack. Ah, ja. Tisch. Plastikbehälter. Das wird wahrscheinlich Leichtverpackung sein. Ja. Plastikeimer ist wieder Sperrmüll. Und Tierpräparat ist Altholz. Videokassette ist... Ey, das hört sich an, als würde ich eine Gehwegplatte anheben, ey. Strandliege, G
geht auch wieder hier rein. Alles anmachen. Nochmal gucken. Irgendwo was runtergefallen. Nö. Und Gebühr vergessen. Mist. Ja, das kommt, wenn man zu schnell macht, ne? Ja, stressig hier auf dem Wertstoffhof. Oh, da kommt schon der nächste wieder. Heute ist irgendwie Transportertag, kann das sein? So. Sperrmüll. Medizinisches Gerät. Ist auch Sperrmüll. So, was hat die da noch gehabt? Eine Gasbuddel? Oha. Die ist aber groß. Nicht? Was? Fehlwurf? Warum? Okay, anscheinend kein Sondermüll. Annahme verweigern. Okay. Ich habe gedacht, das wäre schon Sondermüll. Gut, wieder was gelernt. Kommt schon der nächste. Ah, hier, Stühle. So. Altholz. Yes. Sessel. Yes. Passt. Gut, können wir die direkt wieder abrechnen. Tschüssi. Knarz. Kommt schon wieder einer. Junge, Junge, Junge. Ich habe nicht mal Mittag gemacht. Oh. Der hat, glaube ich, das ist alles Altholz. Ja. So. Irgendwas unterm Auto vielleicht? Nee. So, jetzt haben wir 100 Likes zusammen. Mal sehen. Ich glaube, irgendwas konnten wir jetzt schon wieder freischalten. Lasst uns gucken. Metallschrott. Aha. Da, hier. Konzession für Anhängerlieferung. Machen wir. Das ist sehr cool. Onkel Maddy, konzessioniert zur Annahme von Abfall auf Anhängern. Kriegst du da so eine Plakette? Mega. So, Sessel, ich tippe auf Sperrmüll. Ja, und es ist Sperrmüll. Jo, Altholz. Das wird auch Altholz sein, denke ich mal. So, ein bisschen draufhauen. Wertstoffsack. Zack. Sessel ist Sperrmüll, ne? Ja. Noch mehr Säcke.
Junge, Junge, Junge. So. Jetzt die dicke, fette Uhr noch. Wenn ich die denn hier rauskriege. So. Vielen lieben Dank. Voll gut. So, dann bin ich mal gespannt, wann der erste Anhänger kommt. Wir können ja schon mal luschern. Hier so ein bisschen, ne? Ah, ne. Normaler Kunde. So, was haben wir denn hier? Ein Wertstoff. Jawohl. Einmal Müll. Einmal mit Chemikalien. Okay, bevor ich jetzt wieder einen Fehler mache. Ja, ist wieder. Das ist wieder Sondermüll, ne? Okay. Also Farben, Chemikalien und sowas. Wahrscheinlich dann Batterien auch. Ah, das ist einfach lustig. Da macht man sich eigentlich gar keine Gedanken drüber, ne? So als normaler Mensch. So, Sondermüll berechnen und runter vom Hof, mein Herr. So, ich glaube, wir leeren mal eben den Leichtverpackungscontainer aus. Verwaltung. Da, Leichtverpackung, Container ausleeren. So. Ist er leer? Jo. Das läuft. Sehr schön. Der erste Anhänger. Geil. Das ist ja mega. Voll gut. So, Tisch. Bin damit. Auch ein Tisch. Oh, mal ein bisschen nachhelfen da, ne? Holzkiste. Hoch Altholz. Sieht neu aus, ist aber alt. Da hätte ich gerne mal eine Definition, was Altholz ist und was nicht. So, wieder ein Tisch. Müllsack. Dartscheibe müsste Sperrmüll sein. Hatten wir schon mal. Müllsack. Guck mal, da wird die Hälfte wieder runtergefallen. Und ich muss nachher, weißt du, wieder Strafe zahlen. Holzkiste. Geht auch hier rein. Und ein Tisch. Auch Altholz. Mann, 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 Mann. Okay. Wertstoff. Nicht getroffen. Okay. Kissen. Ja. Kissen. Sperrmüll vielleicht. Müssen wir uns merken. Kissen geht in den Sperrmüll. Pizza ist... Nein! Oh. Keine Leichtverpackung. Ups. Da ist
Ist Pizzakarton Pappe? Weil ich habe ja noch gar kein Pappding. Könnte sein, ne? Tasche. Ausmüll? Ja. Noch eine Tasche. Was? Toll. Jetzt wird's kompliziert anscheinend. Wertstoff. Wertstoff. Kissen. So. Gut. Berechnen. Und abfertigen. Tschüssi. So, mal eben schauen, was wir noch so Schönes freischalten können. Elektrogeräte. Altpapier ab 50. Okay, dann bräuchten wir Altpapiercontainer. Könnte ich eventuell den Sperrmüll... Aha. Kommen Sie rein, mein Herr. Gut. Dann machen wir den erstmal zuerst hier. Müllsack. Eben gucken. Da ist noch Glas drin, ne? So. Flong. So, Kommode. Hatten wir heute schon. Spülschrank. Das ist wieder Sperrmüll. Sieht fast gleich aus, ist aber anders. Tisch müsste auch Sperrmüll sein. Ja. Hat er sonst noch was? Nö. Auf Wiedersehen. Gut. Warten wir kurz. Ich hätte gern noch die 50 Likes für Pappe. Könnte ich eventuell, wenn das klappt, das Ding hier umbauen. Okay, Teppich. Matratze. Das ist ja herzallerliebst. Guckt euch das an, da voll raufgeschissen. Alter Schwede, das nenne ich Spritzpup, Freunde. Junge, Junge, Junge. Voll einen reingesammelt in die Matratze. Werkbank. Machen. Was ist das? Wieder ein Tisch. Okay. Teppich. Mhm. Und die Gitarre. Schönes Ding, ey. Gut, leer. Das scheint auch leer zu sein. Gut, dann. Ja, yeah, guck mal, jetzt haben wir die 50. Gehen wir hier hin. Und holen uns Altpapier dazu. Freischalten. So, Presscontainer, Sperrmüll. Da. Können wir jetzt Altpapier auswählen. So.
Mal gucken, ob das auch stimmt. Altpapier. Mega. Okay, ein Kunde noch. Los. Weil das gerade so gut läuft. Mal auf hier. Wertstoff. Tisch. So. Kunde zufrieden. Onkel Maddy auch. Wir haben wieder viel geschafft. Meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle wieder ein kleines Päuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, was wir noch so Schönes hier auf unserem Hof hinbauen können. In diesem Sinne, herzlichsten Dank fürs Einschalten und immer schön dran denken, der Müll muss getrennt werden. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö mit Ö. Ja, ich komme ja schon.